Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, eigentlich so mein großer Bruder, der war eigentlich auch immer schon so sportverrückt und da habe ich eigentlich immer schon mir so viele Sachen abgeschaut, gerade Fußballspielen oder andere Sportarten. Also ich fand eigentlich immer Roberto Carlos war schon ein Vorbild von mir und auch Ballack fand ich auch immer schon ein richtig guter Spieler. Ich studiere noch nebenher. Ich mache noch ein Fernstudium als Sportmanager, Sportmanagement. Ja, ist ganz schön, sage ich mal, aber ist auch schon sehr zeitintensiv und muss halt schon sich morgens hinsetzen und ja, dann lernen und manchmal hat man auch nicht die Lust dazu, aber ist ganz gut. Ja, gerade im Studium. Also manchmal hat man echt keinen Bock, irgendwie sich da hinzusetzen und dann sagt man mal, ja komm, mach ich's morgen, aber dann hat man es in 2 Wochen immer noch nicht gemacht. Also der erste wäre natürlich Gesundheit, dass alle fit bleiben, gerade Mannschaft, Familie. Zweiter Wunsch, dass ich mein Studium schaffe. Und der dritte, ja, dass ich mich hier in Sandhausen durchsetze. Dass wir die Punkte vom letzten Jahr, dass wir da vielleicht 1 oder 2 Punkte mehr draufholen, den einstelligen Tabellenplatz vielleicht. Das ist, glaube ich, so das Hauptziel. Und persönlich, ja, eine gewisse Anzahl von Spielen zu erreichen, fit zu bleiben natürlich, gesund zu bleiben, das ist eigentlich immer die Hauptsache und ja, Spaß zu haben. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.